Denn mich packt die Neugier nach dem Oni. Ob wir den schon treffen? Oniyama. Mhm. Habe ich dich schon? Ja. Und Vulcano haben wir auch, ne? Oder? Gab's Vulcano im Hauptspiel? Das gelbe etwas dahinter. Morpeko gab's nicht. Noch nicht. Abschlag. Hm. Auf. Tschüss, Magato, Maskato. Ah! Morpeko wurde gefangen. Da sein Magen klein ist, wird es sofort hungrig, wenn es nicht ständig die Samen aus seinen Taschen frisst. Wir haben wieder so viele Spiele, ne? Statt weniger werden es wieder mehr. Ab morgen könnten es wieder mehr werden. Aber ich muss Prioritäten setzen. Na, da komme ich nicht hoch. Ein Muggelbaum. Nein, ein Mobile, sorry. Das gab's auch schon. Ich würde ja Jagd nach neuen Pokémon machen hier, na, aber. Die Berge. Es gibt zwei Dinge, die man in den Bergen unbedingt tun muss.
Ja. Seit wann sind Sandan blau? Ist das ein Shiny Sandan? Aber der hat nicht geleuchtet. Es ist auch kein Bodentyp. Fällt mir ein. Ihr seht ja nicht die Leiste. Hatte ich nicht extra für Pokémon was Eigenes? Warte mal. Mal meine Cam nicht irgendwie hier. Stimmt, ich war auch immer auf der Karte, ne? Also ich habe auch nicht... Das ist ein Paldea-Sandan? Es ist Metall! Alola vor? Ist die Alola-Form nicht weiß? Warte mal, dann hat er bestimmt auch einen Alola Vulpix. Also sie. Ja. Warum hat die Alola Pokémon? In den Bergen muss man unbedingt einen Berg besteigen und dort gegen jemanden kämpfen.
mal her, Ampia. Mollung. Mollung haben wir auch schon. So. Kleinstein. Wie verfehlt! Ich habe keine Ahnung, aber die größten Verhältnisse in diesem Pokémon-Spiel stimmen eh nicht. Für Kleinsteinwohner, ja. Viele Leute bemerken dieses Pokémon nicht. Sieht man sich die Umgebung jedoch genauer an, kann man dort viele Kleinsteine entdecken. Tengu. Sind wir hier richtig? Ja. Oh oh. Alter, was? Junge, wo führst du mich hin? Bist du einem Visenior begegnet? Oder einem Visor? Da bist du ja, Murasaki. Ich hoffe, der schmale Weg hat dir keine Probleme bereitet, weil am Anfang sind es ja Visors. Viseniors sind hier die Weiterentwicklung. Ein Visenior? Das ist die Schreckenshöhle, in der angeblich der Oni lebt. Ich war zwar schon oft hier, aber gesehen habe ich ihn noch nie. Vielleicht wird ein starker Oni wie er ja von einem beeindruckenden Kampf angelockt. Ja, das könnte hinhauen. Ich bin inzwischen auch etwas stärker geworden, also. Würdest du vielleicht... Nein! Ich möchte, dass du gegen mich kämpfst. So! Na dann los. Yippie, okay, erstmal heile ich noch deine Pokémon. Ich hoffe, der wird nicht jetzt allzu stark. Ich werde mein Bestes geben, nicht zu verlieren. Das da? Diesmal werde ich einen vernünftigen Kampf abliefern. Hm.
Wuselwürstchen mal genau. Geht nicht, weil es jetzt kaputt geht. Oh. So wie Schaden mit einem einzigen Angriff? Das sieht nicht gut für mich aus. Aber ich werde jetzt nicht alle Pokémon oder so fangen. Ich werde welche aus der Pokémon-Box oder so rüber holen. Also Pokémon Home meine ich. Zum Beispiel ein Yanmega. Die Entwicklung ist einfach mega nervig. Ein Quapuzzi! So, so. Oh, von dem Angriff habe ich Gänsehaut gekriegt. Ich habe verloren. Boah, du hast echt ganz schön was drauf. Wie soll ich denn jemals gegen dich gewinnen? Der Oni wäre sicher auch total von deiner Stärke beeindruckt, wenn er den Kampf gesehen hätte. Du weißt ja, dass ich auf die Blaubeerakademie gehe. Aber wusstest du auch, dass sie auf Pokémon-Kämpfe spezialisiert ist? Wenn ich so stark wäre wie du, könnte ich dort vielleicht sogar die Nummer 1 werden. Komm. Fangen wir uns mal in die Höhle des Oni. Ich glaube, der Oni ist in der Nähe. Pass auf, stoß dir nicht den Kopf. Ganz schön dunkel und eng hier. Der Boden macht auch keinen gemütlichen Eindruck. Es muss schlimm sein, allein an so einem Ort zu wohnen, denkst du nicht auch? Wenn es nach mir ginge, würde ich den Oni einfach einladen, bei mir zu Hause zu wohnen. Ach Quatsch, gar nicht. Ich mag den Oni eben einfach. Wobei, wenn der Oni echt bei mir auftauchen würde, wäre das ganze Dorf in Aufregung. Oh je, die Sonne geht ja schon unter. Ist etwas schon so spät? Am besten heben wir uns die letzte Infotafel für morgen auf. Oh, da fällt mir ein, heute beginnt ja das Maskenfest beim Kulturzentrum. Das ist ein Fest, bei dem alle Besucher eine Maske tragen.
Du könntest ja auch vorbeischauen. Ich will dich natürlich zu nichts drängen, aber das wird sicher lustig. Super, dann lass uns gehen. Das wird sicher ein Riesenspaß. Bevor wir zum Fest gehen, muss ich noch kurz daheim vorbeischauen. Um was vorzubereiten. Mein Zuhause ist im Nordwesten des Dorfs. Hast du zufällig eine Karte? Oh, stimmt, im Smart Rotom gibt's ja eine Karte. Ich versuche mal den Ort als Ziel zu markieren. So, deine eine Kartenapp ist schon echt praktisch. Irgendwann will ich auch mal ein Smart Rotom haben. Okay, wir sehen uns dann bei mir zu Hause, ja? Geh du ruhig vor. Mein Pokédex wurde aktualisiert. Ah, die gibt es wirklich. Die ganzen aus Dings hier. Was ist das denn? Ach, das ist dieses Rock irgendwas. Ach, die beiden gibt's auch. Ein Pixie. Lebt denn Bambushainen? Waren wir da nicht? Das ist was Neues, das suchen wir. Soll ja dann hier irgendwo sein.
Escaraborn. Aber auch den gab's. Oh, shit. So, ich müsste mal hier... Nein. Mio passt nicht so ganz in mein Team. Viel zu viel Geister dabei. Haben wir noch irgendwas, was ich vielleicht... Ein Felinara.
Plurak ist eigentlich schon cool, aber... Ein bisschen Ausgleich schaffen. Und Gewalt ist schon stärker. Was? Mystowellen? Mega Kick hat so eine ungenaue Genauigkeit. Welle weg. Dafür Erdkräfte rein. Matschbombe ist auch gut. Kampf ist gut, aber Stahlstrahl, oha.
Das ist ein spezielles Zoroark, das kann ich nicht umbenennen. Aber ich könnte noch was Elektrisches vertragen. Gibt es hier noch irgendwas Neues Elektrisches? Da sind diese Fake-Tentacher. Ich habe hier ja noch nie gesehen. Ich bin dann mal so nett und stelle mich dir als Gegnerin zur Verfügung. Halbstarke Ryo. Natürlich. Ein Quiekel. Das ist Quiekel lebendig. Das macht mich fertig, wenn ich nie aufpasse. Eis halt, ne? Solch eine Stärke habe ich hier auch noch nie gesehen. Muss weiter da hoch. Von hier aus fliegen, gehen wir mal ein bisschen runter oder so. Nee, den hatten wir ja. Okay, dich hatten wir noch nicht. Schlitzer. Ich vergaß, ist ja Eis. Zu wehen. Auf Nahrungssuche wühlt es sich mit der Nase durch das Erdreich. Manchmal stößt es dabei auf heiße Quellen. Ein Backenhörnchen.
schon mal gibt. Gab's schon. Aber das... Da hinten haben wir noch nicht... Ja komm, let's go, greif an! Ab in den Ball. Hm? Nein, das ist nicht gemulcht, hallo. Oh nein, Griff hat mich. Brauchst du ein Elektro-Pokémon noch? Ich weiß auch schon, wie ich ein Elektro-Pokémon nennen würde. Griffel lebt hoch oben in Baumwipfeln, wo es seinen Schweif geschickt einsetzt. Dieser ist viel beweglicher als seine Hände. Hat mein Pokémon gerettet, Oh, ein. Komm, holen wir dich doch gleich. Warte mal, Level 16, Blanas? Okay, das kam überraschend. Hat sich verlaufen. Ich dachte, es überlebt, bis ich das Level gesehen habe. Es hängt von Ästen herab und lebt dort, indem es ihnen Feuchtigkeit entzieht. An großen, jungen Bäumen finden sich reihenweise Samurze. Okay, hier gibt es auf jeden Fall zwei Trainer, dann let's go. Hallo, ich heiße Jeff. Hi Jeff. Ich bin Backpacker und habe mich total verlaufen. Ich bin Jeff.
Was war das denn nochmal? Kann man das verbrennen? Aber ich glaube, das waren Steinkäfern. Ich bin mir nicht sicher. Das war auf jeden Fall Käfer und deswegen singe ich dir ein Lied, ein Loderlied. Ich frage mich aber wirklich, ob es noch mal mehr Paldea-Versionen von Pokémon gibt jetzt. Das ist ein anderes Kleinstein. Aber es müsste noch ein Stein sein. Ein Elektrostein war es, glaube ich. Keine Ahnung. Oder was. Egal. Egal, tot ist tot. Was ist Wagemut? Nein. Erst verlaufe ich mich und dann verliere ich auch noch. Ein Unglück kommt wirklich selten allein. Kannst du mal sehen. Ich muss aufs Klo. Und da mir kein Pokémon mich angreift oder so, mache ich das. Obwohl, die greifen auch dann an, ne? Egal.